wird. Aber du gesagt hast, Trainerwechsel bringt nichts, aber wenn der Trainer den Verein wechselt, dann bringt es oft was. Wenn man jetzt den Christian Ilzer anschaut, bei der Austria hat es nicht funktioniert und bei Sturm funktioniert es jetzt schon das zweite Jahr sehr, sehr gut. Glaubst du, da gibt es einfach Trainer, die nur zu einem gewissen Verein passen oder ist es, glaubst du, für den Christian Ilzer bei Sturm leichter? Ich kann die Situation bei der Austria nicht beurteilen, wie sie damals war für den Christian, das weiß ich nicht. Aber ich denke mal, wie er zu uns gekommen ist, hat er von Haus aus einmal einen längerfristigen Vertrag gekriegt. Es war auch von Haus aus so, dass er nicht unbedingt an einer Platzierung gemessen wird. Dass wir natürlich dann im ersten Jahr schon so erfolgreich waren, war natürlich umso schöner für den Verein. War für dich auch überraschend, dass es so erfolgreich gewesen ist, gell? Nein, weil ich ja im Trainerteam dabei bin und ich sehe, wie gearbeitet wird. Und ich glaube, wenn du so professionell arbeitest, er mit seinem Team, dann setzt du über kurz oder lang durch. Natürlich brauchst du die Rückendeckung vom Verein, natürlich brauchst du auch die dementsprechenden Spieler dazu. Da hat man sich dann auch vieles überlegt und hat auch die richtigen Entscheidungen getroffen, dass man den einen oder anderen Spieler auch nahegelegt hat, den Verein zu verlassen und hat halt andere Spieler dazugeholt, die auch zu dem System passen. Weil es nutzt ja nichts, wenn du eine gute Idee hast und ein gutes Spielsystem, aber du hast nicht die passenden Spieler. Und das ist bei uns, hat das recht gut funktioniert und geklappt und deswegen sind wir erfolgreich. Aber du darfst dich halt nicht ausruhen auf dem, was du erreicht hast und du musst von Jahr zu Jahr erneut weiterarbeiten und das passiert bei uns und Gott sei Dank läuft es auch im heurigen Jahr recht gut. Wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen, aber es läuft nicht so schlecht.